Reaktionen auf den 2011 erstmals öffentlich in Erscheinung getretenen rechtsterroristischen nationalsozialistischen Untergrund NSU hat es viele gegeben. Medien berichteten, Politikerinnen äußerten sich und inzwischen gibt es auch immer wieder Anläufe und Initiativen, die die Perspektive der Opfer und Betroffenen des NSU hörbar machen wollen. Was aber sagt die rechte Szene selbst? Zu welchen Reaktionen und zu welcher Haltung führten die Enttarnung des NSU sowie der NSU-Prozess beispielsweise bei denjenigen, die im Grunde der gleichen Ideologie anhängen wie die Mitglieder des NSU? Der Rechtsextremismusforscher Johannes Radke veröffentlicht im Jahr 2013 den Text Bewundern, leugnen, abstreiten. Wie steht die Szene zum NSU? Darin unterscheidet er drei Formen der Reaktion. Die erste Form ist die der öffentlichen Ablehnung der Gewalttaten des NSU. Radke lässt dabei auch durchblicken, dass diese am geringsten ausgeprägt ist. Zwar distanziert sich die NPD öffentlich und auch die neuen Rechten verurteilen die Verbrechen des NSU. Die Gründe dafür erscheinen allerdings fragwürdig. Nach dem Bekanntwerden des NSU war allen voran die NPD eiligst bemüht, sich von den Morden öffentlich zu distanzieren. Den Normalbürger, den die NPD gern erreichen möchte, schrecken offene Gewalttaten ab. Auch die Angst, neue Argumente für ein NPD-Verbot zu liefern, spielt sicherlich eine Rolle. Und weiter, heißt es etwas später, in großen Teilen der neuen Rechten stoßen die Taten des NSU eher auf Ablehnung. Rassismus als Motiv für eine grausame Mordserie passt nicht in das Bild des sauberen, ordnungsbewussten Rechten. Wie aufrichtig die öffentliche Ablehnung in Wirklichkeit ist, wird allerdings sofort wieder in Frage gestellt. Denn eine Entpolitisierung der Taten schließt sich nahtlos daran an. Radke zitiert aus der rechtskonservativen Zeitschrift Junge Freiheit, in der es heißt, die NSU-Täter mundlos und Bönhardt hätten zu Lebzeiten keine politische Botschaft mit ihren Taten verbunden. Zu tatsächlichem Bedauern oder auch nur Mitleid mit den Opfern oder ihren Angehörigen scheinen sich die Rechten nicht durchringen zu können. So ist beispielsweise auf dem rechtspopulistischen Blog P-News die Rede von sogenannten NSU-Opfern oder vom NSU-Theater. Und das führt uns direkt zur zweiten Form der Reaktion der rechten Szene auf den NSU, nämlich der Verklärung in Form von Verschwörungstheorien. Weite Teile der rechten Szene sind davon überzeugt bzw. versuchen andere davon zu überzeugen, der NSU wäre ein Projekt irgendwelcher Geheimdienste mit dem Ziel, die rechte Szene zu diffamieren. Das erkennt nicht nur Johannes Radke, auch Frank Metzger und Eike Sanders wissen das zu konstatieren, und zwar in ihrem 2013 erschienenen Text Sie bereuen nichts. Der Blick der rechten Szene auf den NSU. Die beiden Autorinnen unterscheiden ebenfalls drei Formen der Reaktionen, die sich von Radkes Ausführungen nur geringfügig abheben. In Bezug auf die in der rechten Szene kursierenden bzw. von der rechten Szene gestreuten Verschwörungstheorien sprechen sie von Schuldabwehr. Die Methode der Argumentation in Blättern wie Compact, Deutsche Stimme oder auf Webportalen wie Deutsche Lobby oder P-News ist simpel. Ermittlungserkenntnisse und in der Öffentlichkeit diskutierte Fakten werden prinzipiell als manipuliert oder frei erfunden angezweifelt, um dann mit eigenen frei erfundenen oder aus dem Zusammenhang gerissenen Fakten ein anderes Bild zu liefern, das dem eigenen Weltbild entspricht. Noch etwas expliziter wird der Soziologe Matthias Quent in seinem 2016 erschienenen Buch Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus. Denn die Verschwörungstheorien sind nicht etwa nur wahllos konstruiert und aus der Luft gegriffen, sondern sie versuchen an konkreten Ungereimtheiten und Versäumnissen in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes anzudocken. Quent schreibt, die Rechtsextremen unterminieren systematisch mit Verweis auf staatliche Verstrickungen und Verfehlungen die Glaubwürdigkeit der Opferangehörigen und der Aufklärungsgremien. Metzger und Sanders können das in ihrem Text sogar noch mit Zitaten illustrieren. Da kommt zum einen Compact-Chefredakteur Jürgen Elsässer zu Wort, der 2013 in einem Interview mit dem Radiosender Stimme Russlands
Folgendes äußerte: Wir haben für unsere Zeitschrift Compacts eine Sonderausgabe gemacht. Dort haben wir mithilfe von Informationen aus den Sicherheitsapparaten festgestellt, dass es eher so aussieht, als sei dieses Trio höchstens bei einem Teil der Morde involviert gewesen. Die Morde gehen aber insgesamt auf das Konto eines internationalen Geheimdienstnetzwerkes, wo deutsche, türkische und auch US-amerikanische Sicherheitsdienste mit involviert sind. Und Metzger und Sanders fügen dem noch hinzu: Belege werden selbstverständlich keine geliefert. Des Weiteren zitieren sie in ihrem Text den Berliner NPD-Vorsitzenden Sebastian Schmidtke mit folgender Passage aus einer Rede aus dem April 2012. All dieser Lügenschwindel der sogenannten Dönermorde und was es da momentan alles gibt, schreckt natürlich ab, mit uns zu laufen. Aber wir als NPD haben mit Sicherheit nichts mit sogenannten Dönermorden oder was auch immer vom Verfassungsschutz organisiert wurde. Dieser Satz ist zwar nicht vollständig, dennoch endet er an dieser Stelle im Text und kann deswegen auch nicht anders zitiert werden. Doch das nur nebenbei. Metzger und Sanders beschreiben dann noch eine weitere Form der Reaktion, die der soeben ausgeführten aber auch wieder recht ähnlich ist. Sie nennen diese Form Feindbestimmung. Im Grunde passiert dabei nichts anderes als das, was in der politischen Auseinandersetzung ohnehin tagtäglich passiert, nämlich durch Schuldzuweisungen von der eigenen Unfähigkeit zur Reflexion abzulenken, mit dem Unterschied, dass dies im Kontext des NSU etwas makaberer und geschmackloser erscheint als im normalen Politikbetrieb. Die Compact präsentiert in ihrer Sonderausgabe von März 2013 die faktisch längst widerlegte Kriminalität der Opfer für ihre Analyse der Mordserie. Damit werden rassistische Ressentiments bedient und die Morde grundlegend entpolitisiert. Die neonazistische Sozialisation und Einstellung des Trios und ihres Unterstützungsumfeldes bleiben unerwähnt. Gerne werden auch Zahlen gegeneinander gerechnet, die jeglicher faktischen Grundlage entbehren. So schreibt die NPD-Zeitung Deutsche Stimme von angeblich 7000 deutschen Mordopfern von Einwanderern seit 1990 und bezeichnet die Opferzahlen rechter Gewalt als Hetzlügen der Globalisierungspropagandisten. Ein übliches Muster ist es außerdem, dem Diskurs um den NSU Gewalt oder vermeintlichen Terrorismus durch Linke und Ausländer gegenüberzustellen und dort mehr Repression einzufordern. All dies dient der Verschiebung der öffentlichen Erklärungsmuster in eine der eigenen rassistischen und neonazistischen Ideologie dienlichen alternativen Wahrheit. Werfen wir noch einen Blick auf die, laut den Ausführungen von Johannes Radke, dritte Form der Reaktion der rechten Szene auf den NSU. Er nennt sie die gewaltbereiten Bewunderer, die die rassistischen Mordtaten unverhohlen verherrlichen. Frank Metzger und Eike Sanders bezeichnen es als positive Bezugnahme. Und Matthias Quent schreibt: Ein Teil der Szene stilisiert die Gruppe öffentlich als Märtyrer, die getan haben, was getan werden musste. Während Metzger und Sanders dann noch die harmloseren Fälle aufzählen, Solidaritätskampagnen für die Angeklagten oder T-Shirts und Banner mit aufgedruckten Sympathiebekundungen, wird Johannes Radke mit seinen angeführten Beispielen schon expliziter. Als im Februar 2012 eine bundesweite Schweigeminute für die NSU-Opfer stattfand, schrieb eine militante Kameradschaft aus Hamburg auf ihrer Webseite: Trauer um verstorbene Ausländer, nicht mit uns. Eine rechtsextreme Berliner Kleidungsmarke druckte T-Shirts mit dem Slogan Killerdöner nach Thüringer Art. Auf rechtsextremen Konzerten registrierte der Verfassungsschutz NSU-Rufe aus dem Publikum. Dass die Aufdeckung des NSU und die folgenden Ermittlungen die Szene keineswegs eingeschüchtert haben, zeigte sich besonders deutlich zu Beginn des NSU-Prozesses in München. Kurz vor dem ersten Verhandlungstag wurden in einem Büro des Münchner Flüchtlingsrats die Scheiben eingeworfen. Nach dem Prozessauftakt folgten 8 weitere nächtliche Angriffe auf Wohnprojekte und Büros von Antinazi-Initiativen. Die Kanzlei der Anwältin, der Witwe eines NSU-Opfers, wurde mit Fäkalien beschmiert. Erst als die Polizei 3 junge Rechtsextreme auf frischer Tat ertappte, endete die Anschlagsserie.
Im selben Zeitraum nahm die Polizei im niedersächsischen Düren eine Anzeige auf. Unbekannte hatten in der Nacht das Gebäude der islamischen Gemeinde in der Josefstraße mit Parolen beschmiert. NSU lebt weiter und ihr werdet die nächsten Opfer sein. Nimmt man nun ergänzend noch den Text von Matthias Quent hinzu, so liest man dort von einer Antwort zu einer offiziellen Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag aus dem Jahr 2014. Zwischen Januar 2012 und Juli 2014 hat das BKA 218 politisch motivierte Straftaten mit NSU-Bezug registriert. Darunter sind beispielsweise Aufkleber mit den Aufschriften »Muslime vergasen« und »Freiheit für Beate Zschäpe«. Diese Glorifizierungen weisen innerhalb des Rechtsextremismus auf aktuelle Radikalisierungsmechanismen hin. All das, soeben ausgeführte, referiert natürlich auf Forschung und Erkenntnisse, die zum aktuellen Zeitpunkt, also 2018, auch schon wieder ein paar Jahre alt sind. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist: Was ist seitdem passiert? Wie haben sich der NSU-Prozess und der immer weiter aufgedeckte NSU-Komplex auf die rechte Szene ausgewirkt? Wie hat sich die rechte Szene strukturell gezeigt und entwickelt seit Bekanntwerden des NSU? Im nächsten Teil dieses Beitrages wollen wir versuchen, den Antworten auf diese Fragen näher zu kommen. Und die ersten rechtsterroristischen Gruppierungen nach dem NSU sind in der Tat bereits festgenommen worden. Im Mai 2015 vier Personen, die unter dem Label Old School Society terroristische Aktionen vorbereitet haben sollen. Im Oktober 2015 drei Personen im Raum Bamberg, wobei unmittelbar vor dem Zugriff eine Postsendung mit Sprengstoff abgefangen worden war. Im April 2016 im sächsischen Freital fünf Personen. Hier erfolgte die Festnahme sogar durch die GSG 9, eine Spezialeinheit der Bundespolizei. Im Januar 2017 bundesweit sieben Personen wegen Verdachts einer Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung unter Federführung eines Nazi-Druidens, die Anschläge auf PolizistInnen, Flüchtlinge und Jüdinnen und Juden vorbereitet haben soll. Was übergreifend in der Fachliteratur vorgefunden werden kann, ist die unüberhörbare Warnung vor einer rechtsextremen Szene, die sich nach der Aufdeckung des nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, nicht deradikalisiert hat. Eher im Gegenteil. In seinem 2018 erschienenen Buch »Rechtsextremismus – Erscheinungsformen und Erklärungsansätze« schreibt Samuel Salzborn noch eher zögerlich, es stünde »zu befürchten, dass der NSU entweder Nachahmer in der militanten Neonazi-Szene finden wird« oder dass noch Teile des NSU-Netzwerkes überhaupt nicht ermittelt worden sind, die zu späteren Zeitpunkten weiter morden könnten. Und mit dieser Warnung ist Salzborn nicht der Einzige. In seinem 2016 erschienenen Text »Staatsaffäre NSU« konstatiert der Rechtsextremismusforscher Hajo Funke: »Die terroraffinen Netzwerke der Neonazis sind langfristiger, vielfältiger, gefestigter und international vernetzter, als die Behörden uns dies weismachen wollen. Es gab und gibt eine im Untergrund agierende gewalttätige Neonazi-Szene, einen realen nationalsozialistischen Untergrund, der weiter existiert.« Im Text »Mut zur Tat« ebenfalls aus dem Jahr 2016 schreibt die Politologin Andrea Röpke: »Heute wähnt sich die Neonazi-Szene kurz vor dem Bürgerkrieg. Nahezu jede Kameradschaft verfügt über ausreichende Ideologiebildung vom Werwolf-Konzept bis hin zum Konzept des Leaderless Resistance. Gewalt- und Waffenaffinität sind ausgeprägt. Nahkampfausbildungen werden von der identitären Bewegung bis hin zur NPD angeboten. Logistik, Kommunikation und Verschlüsselung wurden perfektioniert.« Thoralf Staudt und Johannes Radke erwähnen in diesem Kontext die autonomen Nationalisten. Diese Gruppierung ist heute zwar weitestgehend verschwunden bzw. in anderen Strukturen wie der Partei Die Rechte oder Pegida und Pegida-Ablegern aufgegangen, dennoch sind die Aktivistinnen immer noch da. Und denen attestierten Staudt und Radke in ihrem Buch »Neue Nazis« schon 2012 eine teils professionelle Organisation und Umsetzung. Früher dominierten Spontanübergriffe betrunkener Nazi-Klicken auf zufällige Opfer, die in das Feindschema passten. Heute bei den AN werden die Attacken meist geplant.
Wie gefährlich die rasante Radikalisierung einer kleinen Clique autonomer Nationalisten werden kann, förderte Ende April 2012 beispielhaft eine Razzia in Nordrhein-Westfalen zutage. Der Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung. Dabei waren die 15 Beschuldigten der Gruppe namens Freundeskreis Rade gerade mal 15 bis 25 Jahre alt. Dennoch nannte die Polizei sie extrem gewaltbereit. Von der Gründung über Propagandaaktionen und kontinuierliche Gewalttaten bis zum vollen Waffendepot brauchten die Jugendlichen lediglich ein Jahr. Beschlagnahmt wurden Gewehre, Pistolen, diverse Messer, Schwerter, Schlagringe und Stöcke. Ein Fund, der selbst für erfahrene Beamte eine zuvor unbekannte Dimension hatte, wie der Kölner Polizeipräsident sagt. Gruppen, die sich so radikalisieren, haben irgendwann kein Gewalttabu mehr, sagt der Soziologe Rainer Erb vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung. Er warnt davor, dass sich aus dem AN-Milieu Aktionskerne bilden, die sich immer weiter abschotten und radikalisieren. Wie das läuft, hat das Beispiel der NSU-Zelle gezeigt. Und mit dem Jenaer Terror-Trio gibt es nun auch Rollenvorbilder, denen man nacheifern kann. Selbst wenn dies nur wenige Leute aus der mehr als tausendköpfigen Szene tun sollten, genügt das. Für einen Terroranschlag genügt eine Kleinzelle oder ein Lone Wolf. Es scheint also so, als habe der NSU nicht dazu geführt, dass rechte und rechtsextreme Menschen ihre Positionen überdacht hätten. Stattdessen hat sich die Szene weiter radikalisiert und der NSU scheint für manche eher eine Art Ermutigung gewesen zu sein. Ohne Zweifel, die Gefahr ist real und sie wird noch viel realer, wenn man sich vor Augen führt, wie wenig die Behörden die Sache im Griff zu haben scheinen. Es fängt beim Umfeld des NSU an. Thoralf Staudt und Johannes Radke beziffern noch 2012 einen Unterstützerinnenkreis des NSU auf etwa 20 Personen. 2018 nennt Samuel Salzborn allerdings schon eine ganz andere Zahl. Denn allein das nähere Umfeld des NSU wird auf 100 bis 200 Personen geschätzt. Und wenn man sich überlegt, dass im NSU-Prozess nur 5 Personen angeklagt sind, dann kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Personen aus diesem hart extremistischen Umfeld noch frei herumlaufen, wobei sie sich weder zu ihren Taten bekannt, noch dabei geholfen hätten, den NSU-Komplex aufzuklären. Nachdem der NSU enttarnt war, gab es eine Welle an Ermittlungen. Laut einer Antwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag waren es im März 2012 aus dem rechtsextremen Spektrum 160 Personen mit teilweise mehreren offenen und noch nicht verjährten Haftbefehlen. Wohlgemerkt natürlich nur deutsche rechtsextreme Personen, denn wie es um die internationale Vernetzung steht, haben wir ja von Herrn Funke schon gehört. Jedenfalls trieben und treiben diese Personen sich munter überall auf der Welt herum und mussten sich bis dahin wenig bis gar keine Gedanken machen, von irgendwem behelligt zu werden. Dann aber schlugen die Behörden, alarmiert durch den NSU, plötzlich massiert zu. Und siehe da, nach wenigen Monaten hatte man 51 von ihnen gefasst. Schon eine stolze Zahl, trotzdem blieben immer noch über 100 rechte Straftäterinnen verschwunden. Oder um es noch deutlicher zu formulieren, sie blieben im Untergrund. Und nochmal, das sind nur Zahlen aus dem Jahr 2012. Zwischen Januar 2012 und Juli 2014 hat das BKA 218 politisch motivierte Straftaten mit NSU-Bezug registriert. Darunter sind beispielsweise Aufkleber mit den Aufschriften Muslime vergasen und Freiheit für Beate Zschäpe. Diese Glorifizierungen weisen innerhalb des Rechtsextremismus auf aktuelle Radikalisierungsmechanismen hin. Dass die Aufdeckung des NSU und die folgenden Ermittlungen die Szene keineswegs eingeschüchtert haben, zeigte sich besonders deutlich zu Beginn des NSU-Prozesses in München. Kurz vor dem ersten Verhandlungstag wurden in einem Büro des Münchner Flüchtlingsrats die Scheiben eingeworfen. Nach dem Prozessauftakt folgten 8 weitere nächtliche Angriffe auf Wohnprojekte und Büros von Anti-Nazi-Initiativen. Die Kanzlei der Anwältin, der Witwe eines NSU-Opfers, wurde mit Fäkalien beschmiert. Erst als die Polizei 3 junge Rechtsextreme auf frischer Tat ertappte, endete die Anschlagsserie.
Im selben Zeitraum nahm die Polizei im niedersächsischen Düren eine Anzeige auf. Unbekannte hatten in der Nacht das Gebäude der islamischen Gemeinde in der Josefstraße mit Parolen beschmiert. NSU lebt weiter und ihr werdet die nächsten Opfer sein. Aber wie kann all das sein in unserer vermeintlich toleranten und demokratischen Gesellschaft, wo uns der NSU doch eigentlich gerade erst vor Augen gehalten hat, beziehungsweise gehalten haben sollte, wohin rechtes Gedankengut führen kann? Wie kann es sein, dass die rechte Szene weiter munter vor sich hin marodiert? Wie kann es sein, dass in Deutschland rechtsextreme, rechtspopulistische und völkisch-nationalistische Einstellungen in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt haben, wie lange nicht mehr? Eine Antwort, die im Grunde alle Autorinnen geben, ist simpel, aber unschön, und sie betrifft uns alle. Wie es die Wissenschaftlerinnen Caracayali, Liebscher, Melchers und Cavici in ihrem 2017 erschienenen Text Der NSU-Komplex und die Wissenschaft schildern, beginnt die ganze unerfreuliche Angelegenheit mit Ignoranz. Diese Spiegelung allgemeiner gesellschaftlicher Verhältnisse im NSU-Komplex mag ein Grund dafür sein, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung nur sehr oberflächlich stattfindet. Man könnte auch sagen, sie wird von breiten Teilen der Gesellschaft und der Politik verweigert. Es hat sich keine kritische Öffentlichkeit gebildet, die Druck auf die Staatsapparate ausüben und parlamentarische und strafrechtliche Aufarbeitung und Konsequenzen daraus fordern könnte. Große Teile der nicht-migrantischen Bevölkerung fühlen sich vom NSU-Terror schlicht nicht betroffen. Wissen Sie doch, dass Sie nicht Zielscheibe von rassistischen Übergriffen werden können. Das hören wir vielleicht nicht gern, aber es scheint, als ließe es sich nicht von der Hand weisen. Samuel Salzborn geht da sogar noch weiter. In seinem Text Genese des militanzaffinen Rechtsextremismus aus dem Jahr 2016 schreibt er nicht nur von Ignoranz, sondern geht von weit affirmativeren, also aktiv zustimmenden Einstellungen in der Bevölkerung aus. Die Voraussetzung dafür, dass sich Fragmente rechtsextremen Denkens zu einem geschlossenen Weltbild formieren, liegt in dem Umstand, dass sie trotz der Gefahren, die sie bergen, in der Mitte der Gesellschaft toleriert, ja, akzeptiert werden. Und nicht zuletzt lässt uns Hajo Funke daran teilhaben, dass Nazis, nur weil sie eine menschenverachtende und in Teilen sogar mörderische Ideologie verfolgen, nicht gleich alle strohdumm sind. Die Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, wenn sich Neurechte und Neofaschisten treffen, um ihren Vorbildern zuzujubeln oder gegen Fremde zu hetzen oder am besten gleich beides zu tun, sind nicht zu unterschätzen. Im Schatten der 2014 an die Öffentlichkeit getretenen rechtspopulistischen Bewegung Pegida und im Schatten der AfD macht die extreme neonazistische Gewaltrechte heute mobil wie seit den frühen 90er Jahren nicht mehr. Wo immer Rechtspopulisten und Rechtsradikale auftreten, werden sie von den gewaltbereiten rechten Mischszenen und von Neonazis instrumentalisiert, unterlaufen oder gekapert. Die Mobilisierung des Mobs durch Rechtspopulisten hat gleichzeitig dazu beigetragen, neonazistische Gewalt zu entfesseln. Im Schatten von Pegida konnten sich die Neonazis reaktivieren bzw. neu bilden. Wer mal auf einer rechten Demo war, um sich die Sache aus der Nähe anzuschauen, weiß, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist. Allein von den AfD-Demonstrationen in Erfurt in den Jahren 2015 bis 2017 gibt es genug Geschichten zu erzählen. Es fängt damit an, dass die rechtsextremen Gestalten der Tygida-Bewegung dort wochenlang willkommen waren, NPD-Spitzenfunktionäre mit Handschlag begrüßt wurden und ihre Plätze schön weit hinten im Demonstrationszug zugewiesen bekamen, damit in den ersten Reihen das Bild eines bürgerlichen Protestes aufrechterhalten werden konnte. Und es endet vermeintlich dort, wo Neonazis direkt im Anschluss an eine AfD-Demo damit loslegten, Gegendemonstrantinnen durch Erfurt zu jagen und gewaltsam zu attackieren. Hier sei noch auf die wesentlich umfassendere Berichterstattung von Radio Frei verwiesen. Inzwischen drohen Gefahren eines neuen Rechtsterrors und der dazu fähigen neonazistischen kleinen Organisationen wie Die Rechte, so in Bamberg, und Der Dritte Weg, nicht zuletzt aus dem Umfeld des NSU.
Der Mordanschlag auf die später zur Oberbürgermeisterin von Köln gewählten Henriette Reker im Oktober 2015 war das Resultat einer über Monate aufgeheizten Stimmung. Soweit die Beschreibung der Szene im Rückblick anhand von Fachliteratur. Es ist wichtig, weiter an der Aufklärung des NSU-Komplexes zu arbeiten. Es ist wichtig, die Stimmen der Opfer und Betroffenen hörbar zu machen. Doch wenn es darum geht, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die Versäumnisse rund um den NSU nicht nur aufzudecken und zu besprechen, sondern möglichst nicht zu wiederholen, sollte man auch einen konkreten Blick auf die rechtsextreme Szene von heute, sprich 2018, werfen. Um dies abschließend zu tun, hat Radio Frei den zuvor bereits zitierten Soziologen Matthias Quent nochmal um ein aktuelles Statement gebeten. Wenn wir die heutige rechtsextreme Szene mit jener von 2011, also zum Zeitpunkt, als der NSU öffentlich bekannt wurde, vergleichen, dann müssen wir feststellen, dass die Situation viel schwieriger, radikalisierter und unübersichtlicher ist, als das damals der Fall war. Das hat natürlich zu tun mit Pegida, mit AfD, mit den rassistischen Mobilisierungen in der sogenannten Migrationskrise. Das bedeutet, ein großer Teil der rechten Szene, der neonazistischen Szene, hat sich nochmals radikalisiert, nutzt exzessiv Gewalt, wie wir in den Statistiken von Straf- und Gewalttaten gegen Asylunterkünfte beispielsweise sehen, stellen sich nochmal deutlicher in den Bezug zum Nationalsozialismus, als das 2011 etwa die NPD getan hat. Bis 2016 gab es fast 300 Straftaten mit NSU-Bezug. Aktuelle Zahlen gibt es leider nicht. Das bedeutet, es ist im Grunde nicht überschaubar, ob nicht ähnliche Netzwerke existieren. Es ist davon auszugehen, dass ähnliche Netzwerke existieren. Nicht zuletzt auch deswegen, weil das Netzwerk des NSU weiter existiert. Das bedeutet, diejenigen, die in München vor Gericht stehen, sind ja nicht alle, die an den Taten und an der Stabilisierung von dem Terrornetzwerk beteiligt waren.